In diesem Video starte ich mit einem leeren Array, befülle ihn erst mit der Zeit und lösche dann wieder etwas. Ich bin im Online-Editor der Website p5.js. Ich habe die Function draw gelöscht und in der Function setup no canvas geschrieben, weil ich keinen Canvas benötige. Dann initialisiere ich eine Variable, die nenne ich myArray, und ich weise ihr als Wert leere eckige Klammern zu mit Alt 5, Alt 6. Und das gibt mir einen Array mit der Länge 0. Console log my array length. Das gibt mir in der Konsole 0. Das lasse ich stehen. Damit kann ich gleich prüfen, ob es mir gelingt, etwas in den Array hineinzuschreiben. Dazu schreibe ich my array Punkt Push und runde Klammern. In JavaScript sind Arrays eine bestimmte Sorte von Objekten. Und ich habe schon einmal über Objekte kurz gesprochen. Ein Objekt ist ebenfalls eine Wertesammlung mit bestimmten Eigenschaften und du kannst diese Eigenschaften über die Punktschreibweise ansprechen. Also ich kann auch hier in Arrays mit der Punktschreibweise auf bestimmte Variablen, wie zum Beispiel Length, oder Funktionen wie Push und ähnliche zugreifen. Und Funktionen, die zu einem Objekt gehören, die heißen Methoden. Also könntest du zum Beispiel einmal Array Methods googeln, um zu schauen, was es außer Push noch für weitere Arten von Funktionen gehören, die zu Arrays passen oder die es dir erlauben, Arrays zu manipulieren. Wenn ich als Argument jetzt einen Wert in diese Push-Methode schreibe, dann wird dieser Wert in den Array hineingeschrieben. Zum Beispiel die Zeichenfolge Apples. Wenn ich jetzt auf Play drücke, sehe ich in der Konsole die Zahl 1. Mein Array hat jetzt eine Länge von 1. Und wenn ich diese Zeile dreimal kopiere und auf Play klicke, dann kriege ich 3. Ich habe jetzt 3 Einträge in meinem Array. Und wenn ich den Array selber in die Konsole schreiben lasse, steht 3x Apples drin. Jetzt kann ich die Apples mit anderen Früchten ersetzen. Und auf Play drücken. Und jetzt sehe ich, dass die gleiche Reihenfolge gilt, Apples, Bananas, Oranges, die gleiche Reihenfolge, wie ich es in meinem Programm geschrieben habe. Push fügt einen Wert immer am Ende eines Arrays ein. Wenn ich jetzt hier diese Zeile noch einmal kopiere, noch einen weiteren Wert, wie zum Beispiel Kiwis schreibe und statt Push an Shift wähle, dann, wenn ich Play drücke, wirst du sehen, dass die Kiwis am Anfang des Arrays geschrieben werden. Also Unshift tut etwas vorne hinein und Push tut etwas am Ende hinein. Okay, jetzt nehmen wir das wieder weg. MyArray.pop ist auch eine Methode. Und Pop wird jetzt diese Oranges entfernen. Kiwis, Apples, Bananas bleiben drin, weil Kiwis wird vorne eingefügt, Apples, Bananas und Oranges werden von hinten eingefügt und die Oranges fliegen wieder raus, weil sie das Letzte sind, was im Array drin steht, und Pop entfernt immer das Letzte. Wenn ich statt Pop Shift schreibe, dann werden die Kiwis entfernt. Apples, Bananas, Oranges. Kiwis wird vorne reingeschrieben, aber Shift entfernt den ersten Eintrag im Array. Also Push und Pop bilden ein Paar und Unshift und Shift bilden ein Paar. Push und Pop sind Methoden jedes Arrays und es gibt auch die P5-Funktionen Push und Pop, die dazu dienen, Einstellungen wie den Nullpunkt des Koordinatensystems zu speichern und später wiederherzustellen.
Ich weiß nicht, warum diese Benennung gewählt wurde, aber es ist gut, wenn du das unterscheiden kannst. Wie gesagt, gibt es neben Push, Shift, Unshift und Pop noch andere Methoden. Zum Beispiel gibt es eine Methode, die heißt Reverse. Jetzt entferne ich nichts mehr aus dem Array, sondern ich stelle die Reihenfolge um. Die erwartete Reihenfolge wäre Kiwis, Apples, Bananas und Oranges. Aber Reverse stellt den Array auf den Kopf. Wenn ich jetzt Play drücke, heißt es Oranges, Bananas, Apples und Kiwis. Das kann auch nützlich sein. Du kannst auch selber einmal nachschlagen, was es sonst noch für Methoden gibt. Meine erste Adresse für solche Fragen ist immer MDN, das ist das Mozilla Developer Network, und dort gibt es eine sehr ausführliche Dokumentation zu JavaScript, auch zu HTML und CSS, und es gibt auch sehr viele Beispiele. Also wenn du hier runterscrollst, siehst du sofort diese Common Operations, also Dinge, die häufig getan werden müssen mit einem Array. Du siehst auch, warum ich die Idee hatte, Früchte zu verwenden.